Liebe Gartenfreunde, ich melde mich mal mit einem kurzen Update von dem Hochbeet. Vielen Dank erstmal für eure ganzen Kommentare, für eure ganzen Tipps, die ihr mir in die Kommentare des Videos reingeschrieben habt. Also das war der absolute Wahnsinn, über 80 Stück. Und da scheint es wohl einige Probleme zu geben bei euch ab und an mit den kleinen Tierchen, die da auch in die Hochbeete kommen. Genau wie bei uns hier. Und wir haben jetzt dieses Vogelschutznetz drüber gemacht. Und soll ich euch was sagen? Seitdem wir das Netz drüber haben, gibt es hier keinerlei Probleme mehr. Und das kann jetzt natürlich zwei Dinge bedeuten. Erstens, dass quasi nur eine Nacht vielleicht ein Marder, ein Dachs, ein Waschbär unterwegs war, hier drin rumgewühlt hat und sonst nie wieder. Der sich entweder jetzt vielleicht von dem Netz abhalten lässt oder unsere Hauptvermutung, dass die Amseln, die hier drüben im Baum jeden Tag hocken, jetzt hier nicht mehr rankommen und im Hochbeet wüten können. Ihr seht, das sieht wirklich alles richtig gut aus. Und wir haben das auch nochmal neu gepflanzt und jetzt sieht das richtig schön aus. Ja, ihr hattet ja gesagt, auf jeden Fall eine Wildkamera mal aufstellen. Werde ich jetzt mal am Wochenende machen. Ist hier Gartenanlage, wisst ihr, wenn man die jetzt ein bisschen zu auffällig hängen lässt, könnte es passieren, dass man dann nächsten Früh drei da hängen hat. Von daher muss ich mal schauen, von welcher Seite oder wo ich die hier postiere. Aber das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Vielleicht kriegt man da noch eine kleine Aufnahme von dem Tierchen, was hier in den Hochbeeten rumturnt. Ich wollte es euch nur noch mal sagen, weil ihr ja so viel Rückmeldung gegeben habt. Und noch mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und wir sehen uns. Bis bald. Euer Robert von Autorando. Ciao.